Aber ist egal. Wir machen das kurz und retten das Unternehmen einfach, indem wir einmal schnell eine kleine Geldspritze geben. Wir verlassen das Hauptquartier auch gleich wieder. Wir sind gar nicht lange hier. Sondern wir waren ja jetzt in diesem Laden sehr, sehr ausführlich. Wir gucken mal in diesem wunderbaren Laden vorbei. Wie zu erwarten, wird hier das Personal auch gleich im ersten Schritt kleiner werden. Und irgendwie fehlt hier hinten noch was. Habe ich den Laden nicht fertig gemacht? Gut, hier ist ja noch voll viel Platz. Hier kommen wir aber noch was hin. Was können wir denn hier hin machen? Schuhe haben wir schon relativ viele. Würde sagen, wir erweitern einfach die Reihen noch, oder? Also, wir machen hier einfach noch eine Kleiderstange mehr dran und hier noch Hosen mehr. Das machen wir aber erst gleich. Dann haben wir es doch. Das muss ja nicht so wenig bleiben hier. Das ist ja Quatsch. Herrenbekleidung, Hemden. Kurzärmlich. Wie sieht denn das aus, das Mindestlager? Guck mal. Da haben wir natürlich auch schon vieles, aber auch alles auf 15, das finde ich gut. Boah, ich habe gerade kurz gesagt, ich habe das nicht im Mindestbestelllager, aber habe ich ja. Nee, dann ist ja alles gut. Ja, dann weiß ich auch, wie ich das mache. Da weiß ich auch, habe ich auch schon eine Idee, wie ich das machen kann. Dann machen wir hier noch Schuhe hin. In der Mitte bleibt diese Kleidung und hier kommen dann noch Hosen hin. Also wir verschieben das einfach alles und, ja, oder wir machen es einfach in dem Muster weiter. Ne, wir machen es in dem Muster weiter. Weil hier haben wir auch 1, 2, 3, 4. Hier haben wir nur 3. Machen wir 5. Passt doch dann. Na komm, wisst ihr, wir sind jetzt einmal in diesem Laden, machen wir 2 Tage in dem Laden. Hauen wir raus hier. Oh, zack. Wir brauchen noch Hosen. Wir brauchen noch Hosen. Verdammt. Echt zweimal beim Platzieren verkackt, ne? Hier ist eine komplett leere Stange. Was ist denn hier los? Leute, die Ware ist leer. Ich möchte neue Ware bestellen sogar. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Jetzt hatte ich fast die falsche Farbe dahin gepackt.
So, weiter geht's. Hemden langärmlich und kurzärmlich. Wird auch erweitert hier noch, ne? Warum noch nicht? Hey, hier passt auch irgendwas nicht. Wer tanzt aus der Reihe? Du. Ach, der erste auch schon. Ich nichts gesagt haben. Und du auch. Warum habe ich das denn nicht gemacht, als ich den Laden erweitert habe? Das ist doch voll die Platzverschwendung. Ich dachte, der Laden ist fertig. So viel zu dem Thema, ne? Aber ich erinnere mich auch, dass hier Artikel einführen nicht so das Problem war in diesem Laden. So, und jetzt brauchen wir noch Schuhe. Dieser Tisch ist das. Davon kann ich aber nur einen hinzufügen. Das ist aber nicht so schlimm. Dann nehmen wir von jeder Marke noch einen Schuh. Das ist also okay. So, apropos von jeder Marke noch einen Schuh. Können wir ja eben mal ins Mindestbestelllager schon mal aufnehmen. Dann können wir das nämlich eben schon mal machen. Weil warum sollte ich denn jetzt hier noch warten, ne? Pff, mal gucken, welcher Schuh ist teuer. 18,22. Das ist der teuerste Schuh. Ja, dann nehmen wir den noch mit rein. Zahle ich mir den teuersten nochmal in Weiß. Komm, wir nehmen den Weiß noch dazu. Zur Sneaker, welcher ist der teuerste? 35 ist momentan das höchste. Fünfunddreißig bleibt auch das höchste. Das sind diese hier. Und davon haben wir momentan nur den. Ich finde den irgendwie ganz cool. Zack, nehmen wir mal rein. Stilvoll, teuerste. Mal gucken. 16,39. 44 ist aktuell das Höchstgebot. 44. Welcher Schuh war denn das jetzt hier für 45? Hier ist der Schuh für 44. Welchen Schuh haben wir denn da? Das ist von La Fashionable und der ist da drüber. Da fahren wir nur den schwarzen. Nehmen wir noch in einer Farbe. Und Sport, was ist das teuerste? 26,33 ist das Angebot. 33, 33, 80, 42, 42, 90. 42,90 gewinnt. Dann nehmen wir den Klassiker. So, vier Schuhe eingeführt. So, jetzt brauchen wir. Kann das nicht jemand hier mal an die. Ist das alles nicht angekommen? Oder. Wo ist das Problem mit denen hier? Hey, wo ist denn das Problem? Warum ist denn die Ware hier nicht da? Ach, ihr macht mich wahnsinnig, ey. So, kurzärmlich. Kommen noch. Zwei, vier.
6, also 2, 4. Nee, 1, 2, 3, 4 dazu. 4 kurzärmlich, 4 langärmlich. Hemden, langärmlich erstmal. Gucken wir mal an. Hier nehme ich das, was mir am besten gefällt, einfach. Beziehungsweise das, was mir ins Auge sticht. Ob das jetzt. Gute Nacht, Wadli. Danke, dass du so lange dabei warst heute. Und ich würde gerne den Bärenhoodie in allen Farben anbieten. Dann wird den nur in Rot. Da würde ich gerne noch ein grünes dazu machen. Das habe ich auch schon, okay. Das habe ich auch schon. Das habe ich auch schon. Ja, keine Ahnung. Drei. Vier. Kurzärmlich. Habe ich schon. Habe ich schon. Habe ich schon. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ach, jetzt sagen wir nochmal, weil ich habe ja zwei rein. Langärmlich. Guck mal, jetzt bleiben wir mal hier oben. Bei Casual Sachen. Da habe ich auch schon so viel, ne? Das habe ich. Eins. Boah, ey, wir haben so ein heftiges Sortiment einfach schon, ne? Zwei. Drei, vier. Ich merke, Raten ist nicht so gut. Das bringt nicht so viel. Eins. Ich auch schon. Mein Gott, habe ich viele Sachen schon, ey. Zwei. Drei. Und vier. Nein. Vier. Nein. Vier. Nein. Vier. So. So, und Hosen sind es jeweils 4. Das heißt 4, 8, 12, 16, 24 Hosen. Wir haben alle Hosen im Sortiment, die es gibt. 24 Hosen kann man wunderbar teilen durch 2, richtig. Macht 12 Hosen. Jeweils lang und kurz. Eins. Bis dahin habe ich echt alles einfach schon, ne? Fuck. Zwei.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, kurze Hosen. Schaffen wir nicht. Gott. 1, 2, 3, 4, 4 Stück haben wir noch geschafft. Hey Adelo, wie läuft der Einzelhandel? Ja, ganz okay. Ich habe irgendwie zu wenig. 25 E-Mails, ihr wollt mich doch veräppeln. Ja, komm, hier bei einem Freitag kann man mal verteilen. Das ist okay. Freier Tag. Freier Tag. Krank, krank. Freier Tag. Oh, Kai und Kai. Kai, Kai und Erik. Ihr macht mich wahnsinnig jetzt. Vor allem 25. Ihr wollt mich verarschen. Andererseits. Sicherheit. Hier arbeitet weder Kai noch Erik. Das ist natürlich schade. Hier vielleicht. Ja. Kai, du möchtest eine Gehaltserhöhung, ne? Tschüss. Erik, du möchtest eine Gehaltserhöhung, ne? Tschüss. So, haben wir schon mal Kai und Erik abgehauen. So, damit habe ich auf jeden Fall schon mal... Ja, du bist nicht mehr da. Und du bist auch nicht mehr da. Um dich kümmere ich mich nachher. Hauke Welz. Hauke Walz und Mike Nolte. Hauke Walz. Ja, mal gucken. Bist du irgendwas, was ich brauche? Ja, bist du. Guck mal, Hauke, du bekommst mehr Geld. Nicht so viel mehr. Okay, Hauke hat mehr Geld bekommen. Können wir also abhaken, Hauke. So, dann haben wir noch Kai Schubert. Mal gucken, wo der ist. Da bekommst du auch mehr Gehalt. Und zwar 11. 12.
Kassierer brauche ich schließlich. So, Hauke Walz hatten wir schon, ne? Mike Nolte. Du bist auch nicht hier, hast du auch Glück gehabt. Du bist auch nicht hier, auch Glück gehabt. Auch nicht hier. Boah, dir ein Schwein, ey. Bist du hier, Mike? Boah, du hast echt Glück, dass du in der richtigen Arbeit arbeitest, wo du auch mehr Geld fordern darfst hier. Aber es wäre schön, wenn ihr das nächste Mal nicht alles auf einmal machen würdet. So. Lilli Betz und Annabelle. So, Lilli Betz. Ich habe mir gerade überlegt, ich mach's lieber nacheinander. Das wäre die falsche Lilli. Da habe ich Glück gehabt. Du hast Glück gehabt. Unglaublich, dass ihr alle da das Gehalt fordert, wo ich euch nicht einfach entlassen kann, dafür, weil ihr vernünftig eingesetzt worden seid. Da habe ich ja drauf geachtet am Anfang. Ja, gut, das möchtest du nicht. Dann fahren wir nochmal. Denn ich möchte dich nicht verlieren, Lilly. Du bist eine gute Mitarbeiterin. Die anderen guten Mitarbeiter feuere ich einfach, weil die halt so unnötige Positionen haben. Aber das ist was anderes. Psst. So, dein Lohn auch. Annabelle Gerdes. Wo habe ich dich denn? Bist du auch hier? Nee. Ha, kann ich jetzt echt wieder entlassen? Ha. Das sieht gut aus. Wo bist du denn? Nicht da. Bist du im Auffüller? Ja, das ist natürlich doof gelaufen, ne? Leider doof, dass du Lohn gefordert hast. Und da auch noch ganz oben bei mir standst, ja? Das ist natürlich schlecht. Marion Radke. Also mit anderen Worten, wenn man jetzt oben steht, haben wir auch Pech gehabt, ne? Marlon Radke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du hast Glück gehabt. Unverschämtes Glück. Du bekommst mehr Lohn. Du hast sozusagen Glück, dass jemand über dir die E-Mail geschickt hat. Der Moment, wenn man einfach riesen Schwein braucht, wann der Chef seine E-Mail liest, ne? Sönke Lech. Sönke Lechner. Boah, ihr habt so ein Schwein alle, ne? Alle, die jetzt in dieser Sparte hier mehr Geld bekommen, ne? Alle so ein Glück. So, Emilia Hartung. Du klingst nach. Nein, Sicherheit? Auch nicht. Also die Sicherheit könnte ruhig mal ein bisschen mehr Geld fordern, weil davon werde ich noch die meisten entlassen müssen, leider. Das ist ein bisschen jetzt doof. Du arbeitest nicht bei mir, ich sehe dich nicht. Hä, wo bist du denn? Ach, da. Ach, einen freien Tag haben. Ja, nö, tschüss. 1, 2, 3.
2, 4, 5, 6. Perfekt, passt doch. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich habe deine Schicht noch nicht verschoben. Du hörst nämlich dann um 20 Uhr auf. Fängst um 11. Nee, fängst um 12 an. Ich wollte gerade sagen, irgendwas passt nicht. Aber da war ein Gedankenfehler meinerseits. Denn du fängst natürlich erst um 12 Uhr an. Und dann habe ich 1, 2, 3 Schichten davon. Passt perfekt. Manchmal ist es unklug, neues Gehalt zu fordern, Leute, ne? Also, gerade wenn so eine Umstrukturierung hier stattfindet, ist das doof. Alex Thielmann braucht eine Lohnerhöhung. Wo habe ich dich denn? Hier auf jeden Fall nicht. Hier auch nicht. Ja, tschüssi. Helen Hellmann. Guck, wo ich die habe. Ich wollte gerade sagen, ich habe glaube ich schon mal gesehen. Das ist okay. So, was haben wir denn noch? Paula Block. Kann es sein, dass ich einfach alle gerade durchgehen darf? Und echt viele einfach richtig viel Schwein haben. Und du mehr Geld bekommst, obwohl du einen freien Tag hast. Mann, 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 Mann. So, wer steht denn noch auf meiner Liste hier? Hä? Ein paar mal noch. Dich habe ich abgearbeitet. Sabrina Krämer. So, natürlich gucken wir zuerst mal Sicherheit. Denn dann verschwindest du. So, Sicherheit mal eben anpassen. Denn du startest dann um 14 Uhr und beendest deine Arbeit um 21 Uhr. Ja, um 13 Uhr fängst du an. Entschuldigung. Und du machst deine Pause um 17 Uhr. So bin ich immer voll besetzt, auch wenn jemand mal krank ist, was Sicherheit angeht. Sicherheit wird jetzt auch keiner mehr entlassen, also alles super. Inga Dreher.